Ich bin gebeten worden, über Harry zu erzählen. Und das fällt mir gar nicht so leicht, weil gerade über Harry habe ich gar nicht so viel nachgedacht. Harry ist irgendwie entstanden. Da ist wahrscheinlich viel von mir dabei. Und das war weniger, dass ich mir sonst wie Gedanken gemacht habe. Ich mag den sehr. Ich mag ihn, wie er ist, wie er sich eingerichtet hat in seinem Leben, wie er versucht, irgendwie auch sich durchzumogeln und ja, Bequemlichkeiten auszuleben. Aber wenn es darauf ankommt und wenn Lore ihn provoziert oder ihn stellt, dann ist er da und dann ist er ein vollwertiger Partner und macht mit. Ich mag das sehr. Ich mag seinen Humor, seine Spitzbübigkeit. Und ich mag auch den Schluss unserer Geschichte. Ich mag es, dass es kein billiges Happy End gibt, sondern dass es einen großen, tragischen Schluss gibt. Lore, Harrys Frau, stirbt und Harry bleibt allein zurück. Wahrscheinlich mag ich das, weil ich selber in einem Alter bin, wo ich mir viele Gedanken mache, wie es weitergeht, wie viel Zeit vor mir liegt. Und ich freue mich, dass unsere Geschichte sich dem auch stellt und dieser Ernsthaftigkeit stellt.